So, ja, wo waren wir? Wir waren in Leipzig immer noch angekommen, wo wir drei Events bisher gemacht haben und werden jetzt mal das zweite Driftrennen angehen. Driftstrecke B ist das mit dem GTO, mit dem wir schon bereits ein Drift-Event gewonnen haben. Und da wir beim Sektor-Shootout nur Zweiter geworden sind, sehr, sehr knapp, müssen wir uns jetzt bei den anderen Events umso mehr reinhängen, um die angestrebte Dominanz zu erreichen. Boah, der sieht geil aus, zum Beispiel der BMW. Das muss ich neidlos anerkennen. Dagegen ist unser GTO, den wir auch so vorgefertigt bekommen haben, doch schon ein bisschen ranziger. Nun gut, und die Driftstrecke sieht auch etwas anspruchsvoller aus. Mal sehen. So. Ja, ich sehe schon, nicht allzu schnell in der ersten Kurve. Das muss man wohl ernst nehmen. Ach du Kacke. Eieiei. Das könnte ein richtiger Pain in the Ass-Parcours werden. Ne, 1052 ist natürlich lausig, müssen wir nicht drüber diskutieren. Das will er auch definitiv, vor allen Dingen, weil die erste Kurve, das war nicht so einsichtig, fand ich. Man muss da wirklich ein wenig gucken. Wollen wir noch mal sehen, ob wir es jetzt besser hinkriegen. Okay, perfekter Start, das ist doch schon mal was. Na komm, nicht außerhalb der Punktezone, sehr gut. Dann hier lang und ausführlich runterdriften. Was heißt denn hier schlecht gedriftet? Außerhalb der Punktezone. Ich glaube, es geht los. Kacke, Mann. Oh Mann, wir kriegen hier keinen Fuß auf den Boden. 1,5 brauchen wir. Und sind davon auch wirklich noch gut weit entfernt. Müssen halt gucken, dass wir es echt hinkriegen. Sonst haben wir schon wieder verkackt. Na komm. Geben wir alles. Und noch mehr. Toller Drift, das ist doch schon mal was. So, 2000, das dürfte es jetzt aber gewesen sein. Das war nämlich mal, wenn es dann gebraucht wird, waren wir halt auch da. 2064 läuft, würde ich sagen. So, komm schon. Gib's mir, Baby. Jawohl. Sehr schön. Es hat geklappt. Bin ich sehr froh drum. Also die Quote ist doch eher so 50-50, wobei das natürlich auch noch viel zu hoch ist. Jedes Rennen dann nochmal aufs Spiel nachzumachen, nervt schon. 25.000 gewonnen. Was nehmen wir? Hier, ihn hier nehmen wir. 2.500 Bar auf die Hand, das ist doch scheiße wieder. Wir machen jetzt erstmal das Grip-mehrklassige Rennen. Da sind wir eigentlich immer relativ unangefochten Erster und holen da auch richtig gute Punkte. So, schon mal den Maus-Dingsens hier von diesem Titelbild entfernen. Ich weiß gar nicht, ob dieses Flackern da in der Schrift eigentlich gewollt ist oder nicht. Stört mich jetzt nicht besonders, aber ich weiß nicht, ob das so zum Spiel gehören soll oder nicht. Keine Ahnung. So, Gruppe B sind wir wieder in der stärkeren. Ich glaube, die Gegner sind auch relativ ähnlich, wie ich das sehe. So, erstmal der TT und diese kleinen Dreckswagen. Und dann, boah, der sieht nice aus. Der da vorne. Ja, der gefällt mir. Der schwarz-weiß-rote. So, den lassen wir gleich mal stehen. Diesen hässlich mit seinen Goldfelgen. Wobei unser Wagen natürlich mal richtig ramponiert ist. Was ist das für eine geile Strecke? Die Strecke feiere ich ja richtig. Und deinen Wagen feiere ich eigentlich auch, Junge. Nur irgendwie ist da ein Grafikbug. Irgendwie backen die Polster raus. Keine Ahnung, ob das gewollt ist. So, und wir scheinen hier tatsächlich nur eine lange Gerade und zwei Hahnkurven mehr oder weniger zu haben. Kann man machen, ne? Kann man machen, finde ich ganz lustig eigentlich.
Also was die Runden angeht, ist es echt sehr, sehr vielfältig, finde ich, gestaltet von den Entwicklern. Also man trifft hier wirklich auf viele verschiedene Runden, viele verschiedene Renntage auch. Und das haben sie wirklich cool umgesetzt. Wir hätten auch gelacht, wenn wir uns hier nicht so leicht reinbouncen können. Und der TT verliert gegen diese Dreckswagen hier vorne, oder was? Sieht aus wie so ein alter VW irgendwie. Oder so ein Peugeot, ne? Keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall rasen wir da vorbei. Und guckt euch mal an, wie die weißen Pfeile, die grauen Pfeile auf der Minimap fressen. So, auf den nächsten 3 Graden kann ich dann eigentlich auch mal Nitro geben. So, die sind noch nicht vorbei. Das heißt, die werden die noch ein bisschen schön aufhalten. Das heißt, wir können ganz entspannt durchziehen. Hier kann man ja noch ein bisschen Tempo gehen. Autsch. Naja, Problem in Kurve 1. Es gibt hier ja nur 2 Kurven. So gesehen. So, Coca-Cola Zero. Zero Zucker, natürlich auch ganz wichtig, das hier zu bewerben. So, dann können wir gleich unser letztes Nitro hier auf der Start-Zielgeraden verpulvern. Ja, ich denke auch, diesen Sieg haben wir sicher. Das freut mich auch enorm. Und ab durch die Ziellinie. Jawohl, gewonnen. So, in Gruppe 1 haben wir uns den Sieg gesichert. Dustin Elton hat sich den Sieg in der anderen Gruppe gesichert. 9000 Punkte, das ist natürlich stark. Und stark ist auch, dass wir direkt ins Menü gelangen. Ach, ich freue mich jedes Mal, wenn es klappt. Und ich kriege einen Tobsuchtsanfall fast, wenn es nicht klappt. Streckenrekord gebrochen. Schöne Sache. So, ich würde vorschlagen, wir machen den zweiten Sektor-Shootout. Direkt mit dem Nissan 53Z, der noch auf einem Balkenschaden ist. Ich frage mich, wie viel er noch braucht, um auf den zweiten Balkenschaden zu kommen, weil der ist schon gut ramponiert, unser Nissan. Aber mein Gott, okay. Sektor-Shootout haben wir oft verloren in letzter Zeit. Ich glaube, der Trick ist wirklich, dass man in der ersten Runde stark sein muss. So, wieder der Audi. Ich glaube, der ist stark. Und wir starten noch immer als Letztes. Das ist ein riesiger Nachteil, finde ich. Ein riesiger Nachteil. Also, Leute, das ist ein riesiger Nachteil. Da könnt ihr mir nichts erzählen. Naja. Rekord verfehlt um 30 Punkte. Ich habe das Gefühl, die fahren ja einfach auch immer besser. Ja, Streckenrekord gebrochen. Nice. Okay, hier waren sie stärker. So, 357. Kann man das knacken? Sollte man, ne? Jo, sehr schön. Zwanzig Punkte. Okay. Aber hier sollte es dann jetzt wenigstens wieder klappen. Hier halten wir auch noch. Jack Whiston hat natürlich mal wieder deutlich mehr Punkte. Das ist doch einfach eine Frechheit. Okay, er hat in unseren Schreckenrekord auch gerade pulverisiert, wie ich sehe. Wir haben seinen gebrochen, okay. Wo ist der Typ denn unterwegs hin? Scheiße, richtig das Nitro verballert gerade. Ach du Kacke. Okay, hier können wir auf jeden Fall nochmal was machen. Wie soll man das schaffen im ersten Sektor, wirklich? Das ist mir nicht begreiflich. So, wieder nichts geknackt. So, 432. Erzähl mir nichts. 12 Punkte. Wieder nur Zweiter. Also, Sektor Shootout ist echt. Tja, irgendwie unsere Achillesferse. Ob wir jetzt mit 2 zweiten Plätzen hier noch dominieren, ist natürlich eine andere Frage, aber. Ah, zweiter Platz wieder nur. 4000 Punkte immerhin, aber natürlich nicht das, was wir uns hier erhofft haben. Ganz und gar nicht das, was wir uns erhofft haben. Ärgerlich. So.
Punkte bis zur Dominanz 7000, das geht ja wirklich. Zwei Events haben wir noch, ah, das kriegen wir locker hin. Wir fangen mit dem Drift an. Ja, komm, bla bla bla. Und dann werden wir jetzt Zeitfahren zum Abschluss machen, aber 7000 Punkte, dann geht das ja doch. Dann haben wir über den gesamten Renntag einfach so gute Leistung abgeliefert, dass die zwei zweiten Plätze nicht allzu schwer ins Gewicht fallen. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Ach, wie geil ist das denn? Einfach nur ein Kreisel. Das feiere ich, ja. Und sehen, ob wir die ganze Zeit den Drift halten können. Was? Außerhalb der Punktezone? Was? Na komm. Scheiße, Mann. Hätte man da denn mehr Punkte bekommen können? Egal, war ja nur der erste Lauf. Komm durch da. 1156 ist natürlich kläglich. Aber ich denke, da kann man deutlich mehr machen. Am Anfang kriegt man ja direkt den Höchstgeschwindigkeitsdrift. Also das sollte nicht allzu schwer sein. Man darf halt nur nicht zu schnell angehen, habe ich das Gefühl. Man muss das Nitro gut einsetzen. So, komm. Richtig reinhängen hier und dann geht das. So, gucken wir mal. Hals, Maul, so wenig Punkte. Okay. Boah, da muss man ja echt richtig riskieren. Scheiße. Okay. Mal sehen, ob wir es jetzt wieder im letzten rausreißen können. Wäre natürlich cool, aber ist nicht einfach. Keinesfalls. Aber man muss wirklich schon mit Tempo durchziehen. Keine Ahnung, ob man das Nitro hier schon am Anfang nutzen sollte. Nein, sollte man nicht. Ja, damit haben wir es verkackt. Scheiße, Mann. Driftest du auch noch, Ryan, oder heute nicht? Scheiße, Mann! Oh, das regt mich jetzt wieder auf, dass wir hier verkackt haben. Und zwar richtig, ey, letzter. Fünfter sind wir insgesamt. Es gibt mit 2000 Punkten natürlich eigentlich nichts und jetzt wird es aufs Zeitfahren ankommen. Ja, die Events sind nicht mehr so einfach und das war irgendwie, war eigentlich eine coole Idee, so einen Kreis zu driften, aber irgendwie haben sie wenig Punkte für den Drift. Jo, das ist wahr. Aber irgendwie ist das auch immer nur dasselbe, was er da labert. Ich höre ihn zwar gerne über uns reden, weil er uns eigentlich immer lobt, aber irgendwie wiederholt es sich dann noch ein bisschen, was der gute Herr schnackt. So, 361 Pferdestärken am Stissel. Boah, Leipzig bei Sonnenuntergang, was willst du mehr? Ich bin sehr, sehr schlecht im ostdeutschen Dialekt, kann da aber sehr gut drüber lachen. Also, wenn Leute richtig gut ostdeutschen Dialekt nachmachen können, dann finde ich das richtig witzig, kann ich mich darüber auch echt wegschmeißen. Aber ich höre leider nicht zu diesem gesegneten Personenkreis. So, dann wollen wir noch mal sehen. Wie gesagt, Zeitfahren ist es eigentlich immer so, erste Runde Strecke kennenlernen, zweite Runde Schnellfahren, dritte Runde, wenn möglich, noch was drauflegen. Mal sehen, ob wir mit dieser Vorgabe hier gut über die Runden kommen. Drei sind es. Beim Zeitfahren sind die relativ schlecht, die Gegner, habe ich immer das Gefühl. Weil das jetzt auch nicht gerade ruhmreich von mir absolviert war. Dustin Elton hat die schnellste Rundenzeit. Guck mal eine an, und die ist schneller als unsere. Kranke Scheiße. Okay, Leute, ich brauche die Punkte hier, also ich kann mich jetzt nicht aus dem Fenster oder zurücklehnen, sagen wir es mal so.
Ich bin in die Schikane auch nicht sonderlich gut gefahren und dann kommt das irgendwie alles zusammen. So, jetzt sind wir ein bisschen stärker gefahren. Und gleich haben wir seine Zeit. Pass mal auf. Kacke, Mann. Was mache ich denn hier? Boah, selten so einen verdienten Totalschaden gesehen. Schön verpixelter Schatten auch, wenn ich jetzt diese gerade so sehe. Ja, ist in Ordnung. Ich hab's gerafft. Ja, ich möchte neu starten. Totalschaden-Gutschein verwenden. Gutschein benutzen. Ja. Part ein bisschen länger, ne? Und, Scheiße, Mann. Aber jetzt haben wir wenigstens einen freshen Wagen am Start. Kacke, Mann. Was mache ich denn hier? So, irgendwas ist mit meinem Nummernschild immer noch nicht korrekt, aber das haben die wohl beim Totalschaden nicht ganz repariert bekommen. Weißt du, wenn man gleich auf dem Dachland einen Totalschaden hat, okay. Aber der schwere Schaden, den konnte ich nachvollziehen. Wir sind dagegen massiven Stahlträger gefahren. Diese futuristischen Zeppeline machen mich ja immer noch fertig, ne? Aber wie gesagt, aus dem Jahr 2007 ist es, wenn, lass mich nicht lügen, 2007, und dafür ist dieser Sonnenuntergang hier